Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Heute zocken wir Car Mechanic Simulator. Wie der Name schon sagt, wir sind in einer Kfz-Werkstatt und können ein Auto auseinandernehmen, zusammenbauen, an alle möglichen Sachen, die man halt in der Werkstatt machen kann. Wir gucken uns so ein bisschen an, wie das, was es da alles gibt und wie man das Auto auseinandernehmen kann und wie man das an verschiedene Stellen bewegt und wie man die Werkzeuge benutzt und all so ein Zeug. Ja, bei mir gibt es alles zum Thema VR und AR. Wie ihr wisst, danke an meine Sponsoren, Vulkos VR, Oppermann Events, Peter Wasmeier, Virtual Escape und Slim Beats. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. So Leute, willkommen im Spiel. Also ich habe hier schon ein bisschen rumgebastelt, aber ich kann euch jetzt schon sagen, also die Steuerung, die ist wirklich, sagen wir mal so, verbesserungswürdig. Ich meine, hier so in dieser Werkstatt rumzustehen, das ist schon geil. Also du kannst hier zum Beispiel alles anfassen. Ja. Zack. Sound gibt es auch nicht immer. Ab und zu nur mal. Ist ein bisschen komisch alles. Hier kann man am Computer kann man Ersatzteile bestellen. Ja, da könnt ihr hier zum Beispiel einen Luftfilter kaufen. Den habt ihr dann im Inventar. Ich hole mal gerade auf dem rechten A-Knopf können wir hier das Tablet benutzen. Wir können das auch größer ziehen, wenn ihr das größer sehen wollt. Wir können das dann in die Luft hängen und dann haben wir hier quasi unser Inventar. Und das Problem ist, in dem Tutorial und so wird kaum was erklärt. Also man sitzt da wirklich so ein bisschen, also wie man, da steht halt, wie man das alles aufmacht, wie man die Motorhaube aufmacht, wie man hier so Sachen anfasst und alles. Aber zum Beispiel nicht, wie man aus dem Inventar diesen Gegenstand hier rauskriegt. Na, das müssen wir mal mit einer Montage versuchen. Wir können nämlich hier den in diesen Pi-Menü nennen die das. So, das heißt, wir drücken zum Beispiel hier drauf, halten das gedrückt und dann können wir hier die Sachen auseinandernehmen. Also wir können jetzt den hier zum Beispiel entfernen. Stöpsel. Nein, nicht nachfüllen, du Idiot. Nein! Junge! Ich wollte eigentlich nur einen Stöpsel entfernen. So, jetzt können wir nämlich das hier entfernen. Also was ich komisch finde, im Tutorial wird einem erklärt, man muss hier die Werkzeuge benutzen, ne, den Akkuschrauber da, aber letztendlich kannst du es einfach auch mit dem Laserpointer hier drauf zielen. Ne, und dann geht es auch ab. Ist ein bisschen komisch. Also im Leben kannst du hier nicht lernen, wie man ein Fahrzeug auseinanderbaut. Und jetzt kann man, wenn das so weiß ist, kann man das nämlich hier so greifen und kann das dann zum Beispiel hier hinlegen. So, und jetzt musst du halt gucken, wie kommt man hier ran. So auf jeden Fall nicht. Da kann man noch... Krass, oder? Zack. Jetzt kann man den auch entfernen. Ich meine, wenn ihr jetzt natürlich, hier werden ja sicherlich, oh, das da übrigens hängt das oft auch, ne? Also, da, ich weiß nicht, ja, habt ihr wahrscheinlich jetzt auch gesehen, ne? Also, das ist, teilweise stockt das und hängt ein bisschen, stürzt manchmal auch ab. Kannst auch einfach gedrückt halten. Also, das ist schon ein bisschen komisch gemacht. Da hätte ich mir gewünscht, dass man wirklich das richtige Werkzeug oder so nehmen muss, ne? Auch mal so einen Stecksatz, weil hier liegt ja überall Werkzeug rum, ne? Aber irgendwie ist das alles für die Katz. Zack. Also, eins kann ich euch sagen, tut bloß nicht euer Auto bei mir abgeben. Danach ist es schlimmer als vorher. So, und dann gibt es noch den Montagemodus. Da musst du hier, warte, auf diesen Grip-Button gehen und dann
Montage von Teilen. So. Und jetzt kannst du den Krempel halt wieder drauf machen. Und wieder abgestürzt. Also, ich weiß nicht, was da los ist, aber... Ne? Also, das ist halt umgekehrt. Und wenn ihr das wieder ändern wollt, dann geht ihr einfach Demontage. Ne? Und dann könnt ihr das wieder umkehren. So sieht das aus. Und dann kannst du halt die ganze Karre auseinandernehmen. Ne? Ich glaube, für das Ding brauchst du tatsächlich so einen Akkuschrauber. Ich hole mal einen Akkuschrauber. Also die Performance von dem Spiel ist nicht so geil. Also da kommt, da zuckt manchmal so ein bisschen. Ja, nein, ich mache nicht das Rad ab, bevor ich das Auto hochgefahren habe. Keine Angst. Voodoo-Style. So, machen wir das an und dann hoch. So. Ne, da hätte ich mir dann gewünscht, dass wir so den richtigen Stecksatz hier drauf basteln müssen und alles. Aber das geht halt einfach alles automatisch. Und das ist natürlich irgendwie doof. Hä? Funzt nicht. Ah, das ist die Lackiererei. Da kannst du Nüsse, ich meine Lack schleifen. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch geht, wenn man das Auto hier stehen lässt. Super, es passiert einfach mal gar nichts. Man kann das Auto auch bewegen. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wie das ging. Und zwar, ich glaube, im Tablet. Oh, Gottes Willen. Nee, hier war es nicht. Also hier gibt es halt wirklich tausende an verschiedenen Sachen. Und da musst du... Achso, hier kann man sich übrigens auf dem linken A-Knopf kann man sich ducken. Aber du kannst dich natürlich auch in echt ducken. Ich glaube, hier ging das. Einkaufsliste. Fahrzeug bewegen, genau. Und zwar können wir jetzt hier zum Beispiel... Erster Platz, zweiter Platz. Dritte Hebebühne, Diagnosefahrt. Lackierkabine. Ach, geil! Okay, am Fahrzeug fehlen Räder. Also, so einfach ist es nicht. Dann machen wir jetzt nochmal Montage. Junge, warum? Jetzt. So. Na? Oh Mann. Seht ihr? Das ist natürlich auch wieder der Knaller. Da musst du es nochmal loslassen. So. Und jetzt können wir das auch wieder runterlassen. Fängt immer mehr an zu ruckeln. Also das ist teilweise schon echt fies. Na, komm schon. So. Und jetzt müsste das Auto da sein, genau. Jetzt gucken wir, ob es jetzt mit dem Schleifen geht. Also ihr seht ja, man kann natürlich schon viel machen, aber ich finde, das ist alles sehr, sehr schlecht teilweise erklärt.
Also ihr müsst nicht wissen, denken, dass ich weiß, was ich hier tue, ne? Also ich habe von Autos jetzt nicht so die Premium-Ahnung. Wieso zum Geier? Ich glaube, dass die Farbe nicht drin ist. Das Problem ist, du kriegst es ja alles nicht erklärt. Das Tutorial ist ganz klein. Boah, das ruckelt aber auch, ne? Meine Fresse. Und das mit einer 3090. Herzlichen Glückwunsch. Ja, theoretisch könntest du also dann das hier abschleifen. Guck mal. Geht nicht. Geht nicht, gibt's nicht. Also Demontage, Montage, ihr seht, der Motor ist immer noch zerlegt. Ja, also wir haben wirklich auch den Stand, den wir auf der anderen Tribüne da hatten. Können wir hier mal gucken, was da oben ist. Da kann man abchillen. Kann man abchillen. Guck. Also ich finde, dass es zu frickelig ist, dass aber teilweise auch zu einfach, weißt du, dass du, ich habe ja keine Ahnung von Motoren oder so, dass du einfach hier mit dem Laserpointer rumklicken kannst und das macht halt alles automatisch, ne? Also ich glaube, für richtige Profis, die das auch beruflich machen, ist das hier lächerlich und für alle anderen ist es dann aber auch zu schwer, weil es halt nicht erklärt wird richtig, ne? Also, naja, ich weiß es nicht. Irgendwie ist es nicht so, wie ich mir gedacht habe, ja. Ja, du kannst, siehst du kannst hier wirklich alles benutzen, aber wozu sollte man das tun? Weil du halt einfach auch diesen Laserpointer benutzen kannst. Für manche Aktionen brauchst du halt wirklich schon Werkzeug, ja. Zum Beispiel für die Räder. Guck, hier glitscht das, habt ihr gesehen? Das glitscht halt manchmal einfach alles total hier rein. Aber ist klar, wenn du so eine Physik hier aufbaust, dann ist das halt nun mal manchmal so, dass das alles rumglitscht. Eine, genau, Teststrecken, Reifenmontiermaschine. Jetzt muss man wieder diesen Laserpointer, das ist wirklich manchmal sehr, sehr frickelig, muss man schon ganz ehrlich sagen. Da kannst, gut, wir haben ja den Reifen abgemacht und dann kannst du den da drauflegen. Federspanner. Tja. Na, du kriegst, hier kriegst du ein paar Sachen erklärt. Ja, aber zum Beispiel wie, warum das in manchen Menüs, musst du das hier benutzen und manchmal musst du dieses Radialmenü benutzen und aus dem Inventar, wie man da Sachen rausbekommt. Puh, naja, also ich sag mal so, das ist schon cool, ja, das ist mal was ganz anderes als ein Shooter oder so, aber weiß nicht, da muss auf jeden Fall noch was gefeilt werden. Ich würde mir viel bessere Tutorials wünschen. Ich würde mir vor allem eine viel bessere und genauere Steuerung wünschen. Ich habe schon allein im Menü, da ist es so, also diesem Tablet, da ist das so schwierig, nur die Lautstärke hoch und runter zu stellen, ohne dass du irgendwas anderes aus Versehen triffst. Und natürlich glitscht das rum wie die Sau, ja. Im Ansatz geil, aber. Und es ist teilweise für Profis dann halt zu einfach. So würde ich es beschreiben. Aber, naja, wenn ihr Bock habt, das auszuprobieren, wie gesagt, ihr findet das unter dem Video. Und ja, wir gehen mal zurück ins Studio und dann reden wir mal darüber. Ja, Leute, Car Mechanics Simulator VR. Ja, das ist natürlich schon cool, ja, dass du dein Auto so auseinanderbauen kannst und wieder zusammen und so, dass du verschiedene Sachen machen kannst. Aber letztendlich, mir sind es zu viel Glitches. Performance-Probleme und die Steuerung mit diesem Laserpointer, die ist so frickelig. Also da musst du schon, da machst du so oft irgendwas aus Versehen falsch. Das ist schade.
Und dann letztendlich für Profis ist es halt wirklich zu simpel. Ne? Es kann nicht sein, dass ich da einfach mit einem Laserpointer auf die Schrauben klicke. Da würde ich mir wünschen, dass ich da wirklich irgendwie sowas schrauben muss oder irgendwas. Das ist schade. Und allerdings für Leute, die keine Ahnung davon haben, ist es dann auch zu schwer dann. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wie man das da alles auffüllt oder so. Ich meine, du kriegst so leichte Sachen erklärt, ja, aber insgesamt reicht das nicht ganz. Trotzdem, also ich glaube, es ist okay, das kostet 16,79, das ist in Ordnung, aber ich glaube, das ist für ein VR Revisited, ne? Wenn da wirklich alles gefixt ist, da können wir uns das nochmal anschauen. Es hat Potenzial auf jeden Fall, aber mir ist es noch zu buggy im Moment, muss ich sagen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Voodoo.de